Ja, huhu und herzlich willkommen wieder hier beim Koali und zu einer neuen Runde Klingen der Nacht von DSA 5. Dieses schöne Abenteuer wird heute wieder weitergespielt. Und mit dabei heute die Feder als IKU. Hallo! Yay. Yeah. Und der Rerion als der Dämon. Es ist kalt. Nein, eigentlich spielt der Lot hier, der spielt keinen Dämon. Ist nur ein Clickbait. So, dann Pölle als Goswin. Hello. Jetzt hast du dich bei allen Kölnern unbeliebt gemacht. Ja. Tja, und Leopardin 202 spielt heute die Ilva. Hallo. Ja, wir befinden uns im Norden Aventuriens. Wie immer am Anfang kurz nochmal für die, die es noch nicht gesehen haben, die Karte. Und wir haben unsere Helden kennengelernt. Zuerst auf dem Weg nach Frisov, in das kleine Städtchen Frisov, das von dunklen Gestalten, von Dunkelelfen niedergemacht wurde. Unsere Helden haben das miterlebt. Haben dann einen Flüchtlingstreck nach Glündhaven, nach hier oben, begleitet. Haben auf dem Weg dorthin die sagenumwobene Halbinsel Niku erkundet. Haben unterwegs merkwürdige Sternenlichter gefunden, also Amulettketten, die leuchten und magische Aura von sich geben. Und haben eine andere Person getroffen, die auch welche von diesen Artefakten besitzen. Dann sind unsere Helden von Glündhaven aus wieder zurück nach Frigorn, wo es einige Verwicklungen und Verwacklungen gab. Und dort wollten sie eigentlich verhindern, dass die Dunkelelfen eine riesige Chimäre beschwören und an sich binden. Das ist ihnen leider nicht gelungen. Und ja, beim letzten Mal mussten wir dann leider mit ansehen, wie diese Chimäre beschworen wird und das Dorf Frigorn dem Erdboden gleich macht. Und ja, das hat Lothir so stark gereizt, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah, als den Vater seiner Göttin Firun selbst anzurufen und bis aufs Blut zu reizen, dass er doch endlich mal was tun möge. Und wiedererwartend hat irgendetwas geantwortet. Was genau passiert ist, weiß noch niemand. ein fürchterlicher Schneesturm ist passiert und ja, unsere Helden sind zurückgekehrt in die Höhlen in den Bergen vor Frigorn und ja, pflegen dort gerade Lothir wieder halbwegs, der ziemlich zerschunden aussieht. Also haben ihn da abgelegt und versuchen ihn, soweit es geht, wieder aufzupäppeln. Und wir hatten die Szenerie verlassen, als Ikayu mit Vorwürfen auf den Lippen das Zelt in der Wut verlassen hat, die anderen ihr gefolgt sind und Lothir alleine im Zelt saß. Und ja, was genau passiert ist, müsst ihr nachgucken. Ja. Aber da steigen wir auch wieder ein. Bei Lothir, wie er in dem Hochzeitszelt von Ikayu und Goswin aufgerichtet in der Lagerstätte sitzt und diese Präsenz hinter sich gefühlt hat, meint vermeintlich eine Stimme gehört hat, die ihm zugeflüstert hat. Ansonsten ist aber jetzt nur noch das prasselnde Feuer zu hören, der aufgesetzte Tee zu riechen. Die Stimmen von draußen kann man dumpf durch die Zeltwände hören. Man hört irgendwie schimpfende Ikayu vor dem Zelt. Und die sich langsam etwas entfernt, vielleicht. Ja, Lothir. Ja, Lothir. Nach der kleinen Standpauke, die er bekommen hat,
Ich meine, es ist nicht die erste Standpauke, die er von Ikari bekommen hat, aber die hat er auf jeden Fall gesessen. Er sitzt da, guckt ins Feuer. Guckt doch mal auf seine Hände. Die ja zum Teil bandagiert sind und die Erfrierungen waren oder noch sind. Reibt so ein bisschen Gedanken verloren darüber. Ist ja nicht. Zürnst du mich jetzt? Ist das dein Zeichen? Hebt sie selbst eine Hand vor die Augen. Ist das dein Zeichen? Mit 10 fiel ich in einen Gletscherspalt. Ich konnte mich festhalten, aber ich hing mehrere Stunden dort und ich hatte nur ein paar blaue Flecke, aber nichts. Ich geriet in Schneeverwehen. In Grimmfrost, ja sogar. Musste ich gegen einen Diener des eisigen Jägers ankämpfen. Und die Kälte machte mir nichts aus. Ich spürte nur deine Wärme und Zuversicht. Und jetzt... Das? Ich spüre dich nicht, Schwanengleiche. Ludwig fährt sich durchs Gesicht, reibt sich die Augen. Fängt er tatsächlich an zu bibbern, nimmt sich ein paar Decken und rückt näher ans Feuer. Es wickelt sich komplett in einen Deckenberg am Feuer ein und er legt den Kopf dann so vorne so auf die Knie beziehungsweise auf die Arme und einfach ins Feuer starrt und ja, da ganz allein sitzt und sich fragt, ob er jetzt wirklich von seiner Göttin verlassen worden ist, weil er kann nicht frieren. Das weiß er. Er friert nie. Tja, in dieser eigenartigen Situation schauen wir doch mal, was außerhalb des Zeltes passiert. Ilva und Goswin sind Ikaio hinterhergestürmt. Was macht Ikaio denn da in ihrem Zorn draußen? Ist die Höhle verlassen. Die muss weg. Die muss weg von diesem Zelt. Die muss weg von ihrer Sippe. Die muss weg von den neugierigen Augen und Ohren, die ihr gerade mit Blicken folgen. Und von dem Getuschel, das um das Zelt herum geht und von den Gerüchten, die man sich über Lothia erzählt. Das heißt, ja, doch, sie verlässt die Höhle, stürmt quasi an den Wachen vorbei und ein Stückchen den Weg runter in den Schnee, um erstmal wieder zu sich zu kommen, während einfach gerade alles zu viel ist. Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals. Sie hat einen Kloß im Hals, der sie nicht richtig atmen lässt. Und dann sind da immer noch diese blöden Tränen, die einfach nicht aufhören wollen. Obwohl Heulen im Moment ja auch nichts bringt. Und das weiß sie ganz genau. Aber ja, die wird ein paar Meter vom Höhleneingang irgendwo im Schnee dann sitzen. Sehr wütend, sehr verletzt. Es ist sehr kalt draußen. Die Tränen, die da an den Wangen herunterlaufen, werden sich in dem Fell der Kapuze wahrscheinlich sammeln und die Feuchtigkeit wird sehr schnell gefrieren. Wird das Ganze unangenehm machen. Auch auf der Haut spürt man den kalten Wind. Der Schneefall ist immer noch da. Ist halt Winter hier oben im Norden.
Draußen zu sitzen im Schnee ist jetzt nicht das Schönste, aber irgendwie, naja, manchmal braucht man das auch. Ja, es erdet. Und Ilva und Goswin? Ich glaube, ich renne nervös vor dem Zelt auf und ab. Ich gucke Goswin so ein bisschen hilflos an und jetzt gibt's Ärger, oder? Also irgendwie, das war nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Weiß nicht. Und ich reibe mir im Prinzip aber immer die ganze Zeit nervös durchs Gesicht. Aber du hast doch an der Akademie studiert. Du musst doch schlaue Sachen wissen. Was machen wir denn jetzt? Was habe ich denn studiert? Krieg gegen Dunkelelfen oder was? Oder wie man... Keine Ahnung. Oder... geweihte Beseelsorgen. Oder Ehefrauen. Warum bist du da hingegangen, wenn man da nur nichts lernt, was man im Leben gebrauchen kann? Jetzt hör mir mal gut zu. Ich glaube, du hast schon sehr viel von mir gesehen, was man im Leben gebrauchen kann, oder? Aber jetzt gerade bist du auch nicht schlauer als ich. Wie ich hier sinne, persönlich? Hatte ich mehr von erwartet, von so einer Akademie. Ja. Kannst ja mal mitkommen, kannst ja mal angucken. Vielleicht evaluiert ihr mal gemeinsam unseren Lehrplan. Ja, ich sag denen mal, die sollen den da viel mehr beibringen. Ja, so geht das nicht. Sag denen mal, die sollen den viel mehr beibringen. Nebenbei, wir müssen uns mal über den Vierungsbären unterhalten. Wieso? Ich möchte gerne ein bisschen was über Vierungsbären wissen. Ist vielleicht nochmal nützlich. Von wegen Wissen und Lebenspraxis und so. Aber das ist ein anderes Mal. Sind groß und stark und die schlafen in Höhlen. Ja. Ich stelle dir nochmal ein paar differenziertere Fragen. Irgendwann. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Ich zeige so hinter mich zum Höhlenausgang, so wie Kai jetzt hinterherlaufen. Ich habe das Gefühl, dass da gleich noch mehr Blut fließt, wenn wir das machen. Hast du Angst vor deiner Frau? Ich gucke mich so leer um. Du nicht. Ja, ich glaube, wir haben da nichts zu befürchten. Wir sind ja nicht Lothier. Wie gesagt, wir müssen demnächst mal über den Führungsbären sprechen. Und ich starte jetzt doch mal Richtung Höhlenausgang. Und so wie Kai. Du wirst mich finden, weil Liska grau ist und vor mir auf dem Weg im Schnee sitzt. Also, ja, du wirst mich finden, auch wenn ich ein bisschen abseits weiter im Schnee sitze und ins Tal starre, in die ungefähre Richtung, in der meine vernichtete Heimat liegt. Ja, man kann nicht sonderlich weit sehen wegen dem Schnee. Aber man kann das Dorf erahnen im Tal, ja. Und die Überreste. Hier weiß ja keiner, was richtig passiert ist. Also von hier sieht es noch so aus, als wie immer.
mit knarzenden Schritten im Schnee näher ich mich, gehe dann davon aus, dass du das sowieso schon gehört hast. Und setze mich dann einfach daneben. Ist dir nicht zu kalt? Ist doch egal. Liege ich falsch mit dieser Wut? Nein. Ich habe ihn noch nie so gesehen, Goswin. Noch nie. Ich weiß, jeder von uns hat einen Punkt, an dem man irgendwann zerbricht. Aber es gab für ihn immer nur Iffern, weißt du? Und jetzt das. Glaubst du, er wird etwas Bleibendes davontragen? Ja. Und ich rede nicht von den Narben oder den abgefrorenen Fingern, die er vielleicht noch verlieren wird in den kommenden Tagen. Das meinte ich auch nicht. Ich kenne mich nicht mit Göttern so viel aus, aber ich glaube, dass wenn ein Gott so durch einen wirkt, bleibt etwas zurück. Immerhin ist er noch da. Ich hätte dem Herrn des Eises auch zugetraut, dass er sein Leben als Pfand nimmt. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich besser ist. Weißt du, hier oben ist ein schneller Tod eher die Gnade als das langsame Erfrieren von innen. Wenn das Herz zu Eis wird und einfach alles in einem abstirbt. Das ist nicht das Erfrieren, wo man irgendwann müde ist und einschläft und nichts mehr mitbekommt. Das ist die Art von Erfrieren, wo dir die Glieder anfangen zu brennen, als wären sie aus Feuer, obwohl du sie nicht mehr spürst. Ich bin auch wütend. Das ist auch meine Heimat, die da unten niedergetrampelt wurde. Und ich weiß nicht, was die Götter von uns erwarten. Ich weiß nicht, was die Himmelzwölfe von mir erwarten oder die Zwölfe oder irgendwer, der hier gerade zuguckt. Ich meine, Fanta hat uns gesagt, es gibt einen ganzen Turm voll von den Viechern. Und es tut mir leid, aber ich bin die Normalste von uns. Ich kann nicht auf die Kräfte der Wölfe zurückgreifen wie Ilva. Ich habe keine Magie, um mich zu schützen. Und meine Gebete reichen auch nicht, um meinen Gott davon zu überzeugen, in meinen Gunsten zu handeln. Und das heißt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Zweifelst du gerade an deiner Berechtigung? Das tue ich schon lange. Warum? Naja, weil ich halt nur ich bin. Aha. Und ich bin mehr, oder wie? Du hast auf jeden Fall Heldenpotenzial. Nach unserem letzten Gespräch über Helden weiß ich nicht, ob das ein Kompliment war. Das ist meine Angst. Weißt du,
Die Himmelswölfe haben mir dieses Rudel gegeben. Dieses Rudel bestehend aus euch drei. Meine engste Familie. Und jeder von euch hat die Chance, nein, hat das Potenzial, ein Held zu werden. Und das, was ich damals Vika gesagt habe, meine ich wirklich. Und ich habe Angst, euch zu verlieren. Und ich weiß nicht, was ich tun kann, um das zu verhindern. Ich weiß nicht, was ich überhaupt tun soll. Ich meine, das Monster im See ist vielleicht einzigartig, aber ich kann euch nicht beschützen. Nicht, wenn jeder anfängt, sein eigenes Ding durchzuziehen, so wie Lothir. Ist mir egal, ob es im Zorn war oder nicht, aber wir konnten ihn ja nicht aufhalten. Darf ich dich daran erinnern, dass du auch einen Alleingang hinter dir hast? Ja, eben. Das ist auch aus Angst geschehen. Erinnere dich bitte daran, wie Lothir reagiert hat. Was er getan hat. Er ist dir hinterhergekommen. Nur für dich. Ich weiß. Aber wenn Lothir derjenige gewesen wäre mit dem Dolch, ich hätte nichts tun können. Das stimmt nicht. Das weißt du ganz genau. Weiß ich das? Ja. Ich wiederhole es gern nochmal. Ich kämpfe mit Wahlknochen und Steinen gegen Leute in einer Endurium-Vollplatte, die außerdem Magie beherrschen und irgendwelche kruden Kreuzungen aus sich selbst und anderen Dingen mit sich herumführen. Nun? Ich bin gegen Nituk angetreten. Und was konnte ich? Was konnte ich? Welche Chancen hatte ich eigentlich? Du konntest verdammt weit springen. Na gut, okay. Oh Mann. Ja, vergleiche Humpel, tut mir leid. Schon in Ordnung. Es geht mir auch eigentlich nicht darum. Es geht mir darum, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir es wirklich lebend hier rausschaffen. Aber wenn wir eine geringe Chance haben wollen, dieses Ding zu überleben, dann müssen wir das zusammentun. Dann darf nicht einer die Last des Nordens auf seine Schultern bürden und versuchen, so etwas zu tun. Es ist Winter und wir überleben nur, wenn wir zusammenhalten. Das ist das, was der Norden uns lehrt. Ich weiß, ich habe das schon gebrochen, indem ich diesen Dolch an mich genommen habe. Aber ich habe daraus gelernt. Vielleicht ist das meine Prüfung des Nordens. Weitergehen, obwohl ich, ja, nicht weiß, was meine Aufgabe ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich Angst habe und dass ich wütend bin und dass ich traurig bin und nicht weiß, wohin mit mir. Ich weiß es nicht. Ich greife mir mal in den Mantel und hol das Himmelslicht raus
Leuchtet das gerade? Es gibt einen kleinen wabernden Schimmer von sich, ja. Ich nehme das mal so ab und halte es in der Hand, sodass wir das beide gut sehen können. Ich werde dir jetzt eine Aufgabe geben. Du sagst, es geht nur, wenn wir zusammenhalten. Und dieses, das glaube ich, ja. Und dieses Ding, was auch immer es ist, ob es nun wirklich vom Himmel gefallen ist, geschaffen wurde, wie auch immer, es steht ja irgendwie für die Verbindung zu anderen. Es führt uns von einem zum anderen. Wir finden ständig andere Leute, die auch diese Himmelslichter tragen. Nimm du es. Nimm du es und trag es. Sei diejenige, die alles zusammenhält. Und du glaubst, ich kann das? Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass ich das kann. Ich finde, dafür machst du das aber ganz schön gut. Dann bist du jetzt mal an der Reihe mit ganz schön gut machen. Und ich hänge das so um. Was denkt Goswin in diesem Augenblick? Auf der einen Seite denke ich, dass das Himmelslicht mir schon mehrfach das Gefühl von Zuversicht gegeben hat. Und ich glaube, dass das nicht nur bei mir klappt, sondern auch bei Ikayu. Auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon, dass es nicht so wichtig ist, wer von uns einzeln dieses Himmelslicht jetzt trägt. Ich meine, ich habe es ja auch vom toten Hals eines für einen Elfen mitgenommen. Ja, und naja, Ikayu sagt selber, sie hat keine besonderen Fähigkeiten. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat sie. Sie hat ihr Mitgefühl. Sie hat das Denken an andere. Das ja jetzt auch gerade wieder das Problem ist. Sie denkt so sehr über Lotis Situation nach. Ich bin wirklich überzeugt, dass sie dieses Himmelslicht tragen sollte. Und was denkt Ikayu gerade, während er das Ding um deinen Hals setzt? Ja. sie denkt an ihr Rudel. Sie denkt an... Also sie hat nochmal diese Szene vor Augen, wie Lothir auf der Klippe steht und gepeitscht wird von dem Hagelsturm, wie Ilva ganz, ganz mutig vorne mit dabei stand, um zu verhindern, dass hier jetzt noch irgendwas Schlimmeres passiert und irgendwer irgendwo hinrennt, um sich dann dabei umzubringen. Denkt so ein bisschen in ihre eigene Hilflosigkeit, an das Monster im Hintergrund, Goswin im Schnee. Aber sie denkt halt auch an Lothir, wie er früher war. Sie denkt, ja, jetzt gerade, wo er ihr das umlegt, tatsächlich auch an die Hochzeit und warum Goswin ihr so wichtig geworden ist. Eben genau aus diesen Gründen.
Und sie ist einfach unglaublich froh, dass er gerade bei ihr ist. Ikayo hat ja Gedanken im Kopf anscheinend, die sich vorwiegend um alle anderen drehen. Und das fühlt sich ja so an, als würdest du mit deinem Geist ständig in die Ferne greifen, nach anderen und ständig die Probleme anderer lösen wollen. Es fühlt sich so schwer an, weil du mit deinem Geist die anderen nicht gefasst bekommst, weil sie ständig ihren eigenen Sinn haben, weil du sie nicht einschätzen kannst, obwohl du das nach den Äußerlichkeiten, wie sich Leute verhalten, gelernt hast, die Leute einzuschätzen an Mimik und Gestik und dem, wie sie sich ausdrücken. Vielleicht ist das sogar Teil dessen, warum du das so gelernt hast, weil du ständig danach trachtest, die anderen genau einzuschätzen und genau werten zu können, um genau zu wissen, was du für andere und was sie für dich machen können. Und in dem Augenblick, als Goswin dir dieses Amulett umhängt, ist es zum ersten Mal der Fall, dass du das Gefühl hast, dass diese Gedanken, die du ständig in die Ferne schweifst, dass sie auf einmal innehalten, sich umkehren, auf dich konzentrieren. Und in diesem Augenblick spürst du genau das, was Goswin denkt. Du merkst das, was diese Zuversicht, die er ausstrahlt, als wäre es deine eigene Zuversicht. Du spürst das, dass er denkt, dass du das schaffst. Dass er dir das von ganzem Herzen und von ganzer Seele zutraut. Dass du etwas Besonderes bist. Das alles, was er eben gesagt hat. Und zuerst fühlt es sich so an, als würdest du mit deinen Gedanken nach ihm greifen, wie du es gewohnt bist. Und den Griff diesmal aber packen können. Aber dann wandelt sich dieser Gedanke, als wäre es dein eigener. Das erste Mal in deinem Leben hast du über dich selbst einen positiven Gedanken. Einen wirklich positiven Gedanken. Als würde er von deinem Mann kommen. Und dann legt das Licht um deinen Hals, strahlt und pulsiert vor sich hin. Und du blickst in das lächelnde Gesicht deines Mannes. Ja, Ikaios Augen werden plötzlich sehr groß. So als würde sie plötzlich irgendwas halt sehen oder erkennen, was halt vorher nicht da war, während sie dich halt anschaut mit so einer Mischung aus Unglaube und Fassungslosigkeit. Während sich das Ganze dann relativ schnell in ein Lächeln entwickelt. Und dann fällt sie dir um den Hals und so und drückt dich an sich. Und danke. Ich wüsste nicht wofür. Für alles. Kommen wir zurück in die Höhle, wo Ilva immer noch nicht ganz wissen, was sie jetzt mit sich anstellen soll. Wahrscheinlich zwischen Ausgang der Höhle und dem Zelt hin und her läuft. Oder was auch immer du vorhast zu tun. Ja, exakt das. Also irgendwie mag ich jetzt nicht so Lothir, weil das ist mir doch alles ein bisschen unheimlich. Außerdem muss der sich vielleicht auch erholen. Immerhin haben wir ihn ja gerade irgendwie so ein bisschen als eingewickelt erstmal reingebracht und er war ziemlich kalt und sah schlimm aus. Und die beiden da draußen, die sollen auch mal, also
weiß ich jetzt auch nicht. Oh, wenn das ein bisschen einfacher wäre hier alles, ne? Das einfache Lösung, so wie mit dem Bär. Bär schläft, Kopf ab, fertig. Das hier, das ist nicht meine Welt. Echt nicht. Du hörst schlurfende Schritte hinter dir, also von der Seite aus einen Nebengang. Du siehst erstmal, wie ein großer, kantiger Schatten sich aus dem Seitengang in deine Richtung bewegt. Dann erkennst du eine Gestalt, die sich auf Krücken gelehnt hat. Und dann das weiße Fell. Und du erkennst den Yeti-Häuptling Mrom. Neben ihm, kaum zu sehen, war gerade aus den Schatten getreten Fanta. Auf den Speer gestützt. Und mit der anderen Hand den Yeti vor sich hinterschiebend. So ein bisschen stützend, halb schiebend, halb stützend. Hallo. Oh. Da. Großkrieger. Ja, das ist Ilva. Ah. Hab gesucht. Mich? Warum? Und euch. Mit O Häuptling. Draußen. Draußen kalt. Stimmt. Aber der kommt auch bestimmt gleich wieder rein. Für den ist es auch kalt draußen. Warum rausgehen? Igayo ist nach draußen gegangen und Goswin hinterher. Und in diesem Moment siehst du, dass die beiden Himmelslichter, die beiden um den Hals tragen, irgendwie kurz aufflackern und größer werden. Und dann scheinen die so kurz durch dich durchzugucken, die beiden. Ich meine so, ja, ich, sagt Fanta dann, ich glaube, die kriegen gleich Besuch. Ja, kommen Sie wieder rein? Nee, erstmal nicht. Geht's denn Lothier besser? Schläft er noch? Nee, der war gerade wach. Aber so ein bisschen neben sich noch. Hast du gesehen, was er getan hat? Du bist die Einzige gewesen, die in seine Richtung geblickt hat. Er hat Frunu angemotzt. Und Frunu. Ja. Nicht gut. Ja. Er hat geschimpft ganz fürchterbarlich und hat gesagt, er müsste sich doch mal kümmern, dringend. Sieht Frunu nicht sonderlich ähnlich, oder? Dass er sich kümmert. Habe ich auch gedacht. Aber hat funktioniert irgendwie. War total gruselig. Auf einmal nämlich ein riesen Schneesturm und die Gegner waren plötzlich weg. Keine Ahnung, wohin die sind. Aber alle weg. Da waren mehr? Nicht nur das eine große Ding, sondern mehr davon? Die dunklen Elfen. Ah. Die das herbeigesungen haben oder so. Schakraga. Singen. Ja, schön war das nicht. Das kann ich dir sagen. Ganz schief. Und durcheinander. Aber ich glaube, das hat gemacht, dass das Tier dieses große, was war das eigentlich, auf die gehört hat. Das Monster aus dem See. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich denke, das war das Monster aus dem See. Das umso gruseliger ist, weil
ich das immer für eine Kindermärchen gehalten habe. Wäre mir lieber gewesen, wenn das so geblieben wäre. Sag mal, von welchem Stamm kommst du eigentlich? Von den Eisfuchsleuten. Wo haben sie denn gerade ihre Jagdgründe? Sollten wir die nicht irgendwie vor diesen Dunkelelfen warnen? Ja. Aber da sollte vielleicht besser wer anders hingehen und denen Bescheid sagen. Wer soll das denn machen? Ich weiß nicht, wo sie sind. Na, so ganz genau. Also, wo es ungefähr sein muss, um diese Jahreszeit, das wüsste ich. Aber es muss wer anders hingehen. Ja, Rom, sollen wir da hingehen? Eisfuchsleute, nix gut für ihn mit Yeti. Viel Aua. Nix viel Dachse haben. Ja, das ist wahr. Das ist wirklich ein Manko. Wir haben nicht so viele Dachse. Naja, es musst du ja wissen, es ist dein Stamm. Ich denke, ich werde zu meinem Stamm zurückkehren und schauen, dass wir ein sicheres Winterlager bekommen und dass wir nicht dass wir unsere Trupps zurückrufen, dass sie sich nicht irgendwie zufällig in die Fänge der Chakraga begeben. Und hier können wir wohl nicht hin, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, wahrscheinlich nicht. Wo wird dich dein Weg hinführen? Weiß nicht, tiefer in die Berge. Wenn ich dir sage, wo mein Stamm sein kann, würdest du hingehen, Fanta? Wenn ich sie finde und sie mir zuhören? Ich spreche leider deine Sprache auch nicht so richtig. Sie müssen gewarnt werden, aber ich kann die Gruppe hier nicht verlassen. Wir haben eine wichtige Aufgabe vor uns. Was habt ihr denn jetzt vor? Eigentlich wollten wir weiter in den Norden. Na ja, dann gehen wir zumindest einen Teil des Weges erst schon mal gemeinsam. Vielleicht fällt uns unterwegs noch was ein. Ja. Das wäre gut. Vielleicht fällt mir was ein, wie ich Ihnen eine Nachricht übermitteln kann. Oder deinen Freunden. Wir können Nachricht bringen? Ja, aber ich kann nicht schreiben und die auch nicht lesen. Also müssen wir uns was Besseres einfallen lassen. Er guckt dich so an, als ob er irgendwie nur die Hälfte von dem verstanden hat, was du gesagt hast.
Fanta streichelt ihm so ein bisschen über das Fell, dass er immer noch so ein bisschen zerzaust ist von den Wunden, die er von sich getragen hat. Und also, ist schon gut, ist schon gut. Ich gucke nach Lothir. Mach das. Wendet sich dann zum Zelt um, macht so zwei humpelnde Schritte auf die Zeltplane zu und dann sieht Lothir, wie die Zeltplane, also vielleicht sieht er es nicht, weil er schaut ja die ganze Zeit ins Feuer, aber es steckt sich ein großer Yeti-Kopf durch die Zeltplane. Ach du meine Güte! Hallo. Einen Moment dachte ich, die wilde Jagd würde mich holen kommen. Aber da sind keine Yetis dabei, glaube ich. Fanta-Jägerin. Die ist bestimmt auch nicht Teil der wilden Jagd. Nein, sehr ruhig, nicht wild. Was gibt's denn? Du kaputt. Warum auch kaputt? Können zusammen kaputt sein. Du weißt schon, dass kaputt und kaputt nicht gleich wieder heile ergibt? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Warum sitzt denn Kleinzelt? Wie eng hier. Und versucht so durch den Eingang durchzuquetschen. Ich glaube, das ist eher für Kleinlinge gedacht. Klein, klein. Klein, klein. Häuptling Kleinhut Mensch Zelt. Ja. Ich glaube, die sind ziemlich sauer auf mich. Warum? Naja, weil ich etwas für mich sehr Typisches getan habe. Ich habe nicht nachgedacht. Rom kann gut denken. Rom schlau. Tja, ich schätze, ich bin mir sicher, du hättest das so nicht gemacht. Was macht? Du hättest dich mit dem Herrn des Winters angelegt. Oh, Großjägerin hat gesagt. Ja. Funu. Ja. Du reden, Funu? Ich habe ihn angebrüllt und irgendwie hat er geantwortet. Bruno nie hört auf Rom. Tja. Rom schon oft angebrüllt. Tja, ich glaube. Dass er mich straft oder dass Ifen mich straft. Wofür? Für Schreien. Man Strafe kriegt für Schreien. Wenn du... Ich hab nicht an meine... Ich hab nicht meine Göttin angerufen, sondern ihren Vater. Ich hab nicht sie um Hilfe gebeten, sondern ihn. Ja. Das ist nicht gut. Man übergeht nicht einen Gott, um einen vermeintlich Stärkeren zu rufen. Nur weil einem gerade nichts Besseres einfällt und man verzweifelt ist. Weil man gerade seine Heimat verloren hat. Und mir verdammt nochmal eiskalt ist. Oh. Warum nichts dafür kann. Es wickelt sich noch ein bisschen mehr in die Decke.
Oh. Sollen wir einen Dachser holen für Not hier? Ach, vielleicht sollte ich mich ein bisschen bewegen. Wenn ich hier immer nur auf meinem Hintern sitze, finde, wird es bestimmt nicht wärmer. Mom nicht richtig bewegen kann, wegen Aua. Lothier bewegen kann, trotz Aua? Werden wir herausfinden. Oh. Knack, 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 knack. So richtet sich so langsam auf, spannt ein bisschen. Wenn die Decken weg sind, da kommt so eine tierische Kälte. Oh, Rom dreht sich so rum und dann sieht Ilva jetzt irgendwie den großen Kopf wieder von der anderen Seite aus dem Zelt. Lothier nicht gut! Lothier nicht gut! Ich komme mal zum Zelt. Rom tritt dann raus. Macht Platz, weil sonst wäre nicht mehr viel Platz im Zelt. Ja. Lothier hat sich zwei Decken gegriffen, steht da und bibbert wie Espenlaub. Auf der Stelle treten. Auf der Stelle treten. Mach was. Ich hole einen Dachse für Lothier. Du holst Dachse, okay. Du solltest mehr anziehen und vielleicht machen wir gleich mal ein Feuer. Da ist schon Feuer im Zelt. Mhm. Da ist schon Feuer. Ja, und ja, er hat auch schon zwei Decken über. Hat mich auch gewundert. Ja. Lothier, du kennst dich da bestimmt besser aus. Aber vielleicht ist deine Göttin böse mit dir. Ich glaube, das ist gerade das Problem, dass sie sich nicht damit auskennt, was man macht, wenn man einem kalt ist. Ja, das ist die Strafe Ilferns. Muss es sein. Ich glaube, das ist einfach nur, was alle anderen auch haben, wenn es drauf kalt ist. Ja. Ilva kann auch sehen, wie ihm er bibbert und gleichzeitig also läuft ihm der Schweiß im Becken übers Gesicht. Oh. Meine Güte. Ich habe das Gefühl, ich werde gleichzeitig gekocht und sitze mit meinem Arsch im Grimmeis. Tolles Gefühl. Du musst dich Schüttelfrost anfühlen. Fühle ihm mal die Stirn. Fühlt sich relativ normal an. Ein bisschen schwitzig. Aber nicht über Temperatur. Nicht fiebrig, oder? Nee. Nö. Tja. Er lässt sich wieder plumpsen. Also auf den Boden plumpsen. Vielleicht machen wir dir mal ein Heißgetränk. Ja. Ich könnte mal gucken, ob ich Güternuck finde. Der hat doch bestimmt irgendwas von innen. Nur vergorene Karetenmilch wäre jetzt genau das, was ich brauche, um umzufallen. Naja, schlafen hilft auch bestimmt. Schlafen hilft gegen so viele Dinge. Schlafen ist super. Nicht dagegen. Nicht dagegen, dass mir meine Göttin die Wärme entzogen hat. Er rollt sich zusammen. Er rollt sich tatsächlich klein zusammen. Ja, so eine Fötusstellung wahrscheinlich. Mhm. Bibbert vor sich hin und gleichzeitig
schwitzt er wie sonst was. Ja, und Ikayo und Goswin kommen in dem Moment wieder zum Zelt zurück. Lothir friert immer noch. Und ich glaube, ich suche mal Gyutanuk. Vielleicht hat der irgendwie einen Tee oder sowas. Sowas Heißes zum Trinken, was von innen wärmt. Weil der hat schon zwei Decken und Feuer, von außen kann es bald nicht mehr. Ja, du hast auch selber das Gefühl, dass es im Zelt ziemlich warm ist. Außerdem kann ich dann hier raus. Ist nämlich jetzt echt ein bisschen überhitzt hier. Sag mal, kann das sein, dass wenn man Stress mit seiner Göttin kriegt, dass man plötzlich älter wird? Das haben doch sonst immer nur so alte Leute, dass sie ganz heiß alles haben wollen und immer noch sagen, es galt. Ja, aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Hier sagen wir, wenn einem wirklich das Herz gefroren ist, dann erfriert man von innen, egal wie warm es draußen ist. Herz gefroren? Ist das, was passiert, wenn man sich mit seinem Gott anlegt? Ich weiß es nicht. Das ist auch nur eine Redewendung. Und ich gucke noch mal so ein bisschen frustriert zu Goswin. Das hättest du lernen sollen auf der Akademie. Und ich suche jetzt... Es ist jetzt nicht Goswins Schuld, dass es Lothir so... Sie ist schon weg, okay. Ich zeig dir gleich, was ich gelernt habe auf der Akademie. Attribut Körperkraft. Ich betrete das Zelt. Siehst den zusammengerollten, elendigen, bibbernden Körper von Lothir. Und es ist sehr warm. In Embryonalhaltung. Ja. Na los, lass schon die Standpauke los. Runde 2 ist eröffnet. Der Delinquent liegt schon am Boden. Und ich hack mich auf Schwächeren rum. Mein Gott, ich glaube, so muss ich Goswin fühlen. Ikayo kommt zu dir. Führt dir auch die Stirn. Du hast kurz das Gefühl, wenn es Ikayo näher kommt, geht hier, dass es besser wird. Und ganz kurz. Dann legt sie die Stirn, dass irgendwie die Körperwärme hilft. Oh, das war vorher gut. Bei Ilva nicht so. Das ist gut. Was ist schön, gut? Schön da lassen, das Patschehändchen. So ein verdammter Idiot! Hab ich doch gesagt. Das macht es nicht besser! Du hast recht. Das macht es auch nicht besser! Ich bin so wütend auf dich! Ich kann das nicht mal in Worte fassen! Ich weiß. Nein, weißt du nicht. Aber bei Liska. Ich werde dich durch diesen Winter durchbringen. Du hast recht mit dem, was du gesagt hast. Mit allem. Ich fühle mich für jeden im Norden verantwortlich, auch wenn es nicht meine Aufgabe ist. Vom kleinsten Schneehasen bis zum Fjallnäger
ob sie wollen oder nicht. Ich zwinge alle dazu, immer das Richtige zu tun. Und ich gehe gehörig damit auf den Sack. Das ist ja auch deine Aufgabe als Geweihter. Was aber nicht deine Aufgabe ist, ist, jeden im Alleingang zu retten. Was nicht deine Aufgabe ist, ist, dein Leben wegzuwerfen im Zorn. Ein Bär wird einmal zornig. Ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Zorn und das, was gestern passiert ist. Ich bin auch wütend, Lothir. Es ist auch meine Heimat, die da unten vernichtet wurde. Es sind wieder unschuldige Menschen gestorben. Und ja, das ist gegen die Götter und die Natur, was dort unten passiert ist. Aber es ist nicht deine alleinige Aufgabe. Verdammt nochmal, du bist immer noch nur ein Mensch. Sein Kopf zuckt herum, als löst sich ganz bewusst von deiner Hand. Du siehst wieder Tränen aus seinen Augen laufen. Ja, und so langsam verdamme ich alle. Ich habe die Verantwortung gehabt. Ich wusste, was ich da tue. Ich weiß, was die wilde Jagd bedeutet. Sie unterscheidet nicht immer zwischen Freund und Feind und es war mir in dem Moment egal. Ich weiß, was Firon mit denen macht, die sie rufen, denen er sie zur Verfügung stellt. Er lässt sie Teil der wilden Jagd werden. Ich kann mein Versprechen an Irala nicht halten. Da habe ich nicht einen Moment dran gedacht. Ich habe Ifhirn übergangen. Ifhirn! Und das hier, hebt seine Hand mit den Erfrierungen. Ich bibber wie Espenlaub. Und ich weiß noch nicht mal, was Espenlaub ist. Das ist die Strafe. Die Strafe Ifhirns. Sie hat mich verlassen. Geh, Ikario. Niemals. Bei mir gibt es nur Kälte, Leid und Schmerz. Niemals. Ich habe es dir schon einmal gesagt und ich sage es dir wieder. Du bist Teil meiner Familie. Du gehörst zu mir. Und solange du Teil meiner Familie bist, werde ich dich nicht zurücklassen. Ich werde dir gehörig in den Arsch treten. Für jeden dummen Gedanken. Für jeden dummen Fehler, den du tust. Und es wird mich Zeit kosten. Aber ich werde dir vergeben. Vergeben? Oh, das ist ein gutes Stichwort. Aber erst, bevor du mir vergeben kannst, oder Gostin, oder Ilva, oder wer auch immer, muss ich mir selbst vergeben. Und die Götter müssen mir vergeben. Da hast du recht. Er steht auf. Ja, die Decken fallen von dir ab und instant kriegst du wieder diesen kalten Schauer. Und die ich spring auf. Was hast du vor? Ich habe einen Weg zu gehen und den werde ich gehen. Was für ein Weg? Ein Weg, den ich allein gehen muss. Zwiesprache mit Firon und Ifhirn. Wenn du so rausgehst, wirst du erfrieren. Wenn es der Wille des Herrn des Winters ist, werde ich das. Tut mir leid! Scheiß auf den Herrn, auf
den Willen des Herrn des Winters. Ich lege mal meine Hand auf die Kaios Schulter. Kai, jetzt ist gut. Lass ihn. Also tatsächlich hat sich Lothiers Hand kurz geballt und dann wieder geöffnet. Mein Gott. Wer, du kommst nicht zurück. Schnappt sich zwei Felle, sein Weidmesser und geht. Bleibt er noch kurz stehen? Jetzt verstehe ich dich langsam. So schlottert mit den so, die Zähne klappern. Wie meint er das? Hey Lothier. Komm zurück her. Wir warten auf dich. Bleib kurz stehen im Eingang, atme tief durch und dann geht er. Ihr hört die Schritte draußen vor dem Zelt, wie sie sich langsam entfernen. Lothier sieht, dass er da rauskommt, die Leute, die um das Zelt herum sitzen, in der näheren Umgebung, wie sie dich arghöhnisch beobachten, miteinander zu tuscheln anfangen. Und du hörst irgendwie so Satzfetzen wie verflucht oder so. Ja, ich mache einen weiten Bogen. Schaue dann einmal kurz tatsächlich finster rüber. Ja, die schauen dann instant weg. Ne? Ja. Oh, stopp ich los. Bleibst noch mal kurz stehen an der Grenze zum Ausgang, als bevor du den ersten Schritt raus in das Schneetreiben setzt, wo auch die Wachen stehen, die dich merkwürdig anschauen, weil sie dich auch noch nie so gesehen haben, dass du vor dich hin bibbernd und dann in die Kälte raus willst. Und dann setzt du den ersten Schritt nach draußen und es fühlt sich merkwürdig an, wie der Schritt, den du so auf den Schnee setzt, sonst immer relativ erleichternd, das erste Mal, dass du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest dich anstrengen, durch Schnee zu gehen. Ja, ich verstehe, Herr des Winters. Ja, natürlich. Und dann verschwindet er im Schneetreiben. Die Wachen gucken ihm noch eine Zeit lang hinterher. Wenn ihr übrigens tippt, wär cool, wenn ihr euch dann mutet, weil das ist ziemlich laut. Ja. Und Ilva holt Jutanuk. Der richtig, genau. Bereitwillig dir folgt. Und und ihr tretet wieder in das Zelt. Irgendwie seht aber Lothier nicht mehr. Ikario und Goswin stehen ein bisschen verloren, irgendwie mit so einem fragenden Gesichtsausdruck. Ikario immer noch so ein bisschen sauer. Irgendwie aber auch irgendwie so eine Verzweiflung im Gesicht steht da. Aber Lothier ist nicht da. Wo ist denn der Patient? Ja, wo ist er denn jetzt?
Ich habe doch gesagt, ich hole Jutanuk, damit er was... Ich habe hier ein bisschen Robbenfett zum Einschmieren. Das Gute, der Fettlappen. Ja. Mit diesen merkwürdigen Pflanzen aus dem Süden, die ich gekauft habe, die brennen. Weißt du? Kennst du? Goswin, du kommst doch aus dem Süden. Die brennen, weißt du? Ich glaube, ihr habt die immer noch nicht verstanden, dass ich nicht aus dem Süden komme. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Du kommst nicht aus dem Süden. Von hier aus gesehen schon, aber es ist nicht der Süden. Doch. Das verstehe ich nicht. Es ist der Süden. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Sondern, wo ist er denn? Ist er kurz auf dem Abort? Mit seinen Göttern in die Zwiesprache gegangen. Wir werden jetzt, denke ich, einfach mal das Richtige tun und ihn in Ruhe lassen und uns auf die Abreise vorbereiten. Wir haben nämlich eigentlich auch noch anderes zu tun. Er ist mit seinen Göttern in die Zwiesprache. Ja. Nach draußen. Also es ist wahrscheinlich eher eine Driesprache, weil zwei Götter und ein Lot, ist egal. Aber er mutzt die nie schon wieder an jetzt, oder? Ich glaube, er lässt sich gerade Eva, ziemlich... Eva, mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Damit wir heute mal gewürfelt haben. Irgendwann müssen wir ja der immer mit seinem Würfeln. Ja, irgendwann muss man würfeln halt. Das ist DSA, verdammt. Tja. Eine Probe bei DSA wären schon drei Proben bei D&D. Ne? Hm. Der Koali will doch nur sein Würfelprogramm zeigen. Vor allen Dingen meins. Ne? Ich bin's nicht! Es hat geklappt. Knapp, aber mit zwei Qualitätsstufen. Zwei Qualitätsstufen? Die 19. Die 19, die. Aber. Das ist ein Chip. Nicht so kannst schlimm, die 19 nochmal würfeln. Ja, dann würfel, komm, dann würfel ich die 19 nochmal. Ich würfel die nochmal. Ich habe ja letztes Mal vor zweimal einen drüber gekriegt. In der anderen Runde. Mhm. Dass ich keine Chips ausgebe, ne? Wir revidieren das hier. Oh. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, hat sich gelohnt, würde ich auch sagen. Dann sind es jetzt drei Qualitätsstufen. Sehr schön, ja. Eine Qualitätsstufe mehr. Die hast du auch gebraucht für das, was du jetzt entdecken wirst, nämlich... Die reden jetzt alle, also Jutanuk, Ikayo und Goswin reden aufeinander ein. Und du hörst so diese Gesprächsfetzen so, ist Zwiesprache mit seinen Göttern halten und so. Und du blickst so im Zelt umher und siehst so den Bogen von Lothir. Diese Schwanenfedern, die er sonst immer bei sich trägt. Den Mantel, den er immer bei sich hatte. Alles dagelassen. Leute. Ja. Hätte er das dann nicht alles mitnehmen müssen? Das braucht er doch, oder? Die Federn seiner Göttin, sein besonderer Mantel, den er als Geschenk hatte, der Bogen. Hat er sehr anders auf euch gewirkt? Hat er was anderes vor, als sich mit Göttern unterhalten? Da draußen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ihm unbedingt hinterher will. Ich klopp mal die Sachen raus und gehe schnell einen Schritt in Richtung Ausgang und nix so mit dem Kopf hinterher, dass Ikayo mir folgt und mitgeht. Ja. Der Speer fehlt natürlich auch, den Lothir. Der Speer, der hat den ja auch. Ja, ich pfeife Liskan meine Fersen. Schau das Goswin an, kommst du mit?
Klar, natürlich. Dann greife ich dich an der Hand und laufe mit dir Richtung Ausgang. Okay. Such Liska. Bellt und kläfft vor sich hin, läuft einmal um dich rum und dann tollt dann einmal durch den Schnee und folgt dann irgendwie so einer ziemlich deutlichen Spur, die so in den hohen Schnee geht. Könnte er sein oder ein Führungsbär, ich bin mir nicht sicher. Ja, nix hinterher. Laufen macht warm. Ja, das denkt sich Lothir auch, allerdings hilft es nicht wirklich. Aber Lothir läuft schnell. Mhm. Irgendwas treibt ihn an. Wo willst du hin, Lothir? Tief ins Eis. Lothir kennt sich aus, weiß, wie man schnell, also der Schnee, es kommt dir schwierig vor, aber du weißt, wie man mit Schnee umgeht und du weißt, wie man mit Eis umgeht. Der Norden ist halt seins. Also ich denke, wird instinktiv die zwei Möglichkeiten. Ja. Ich hab dir da mal was geschrieben. Ja. Ja, letzteres würde ich vorschlagen, weil gut. Ja, das andere ist ein bisschen weit gut. Weg. Gut. Ja, also so schnell er halt quasi durch den Schnee stapfen kann. Die Kälte komplett ignorierend versucht er es und ja. Ja. Er läuft weiter ins Gebirge. Ins Eis des der Berge, in denen ihr da gerade in den Höhlen seid. Ja, und Ikayu und der Hund und Goswin und Ilva laufen hinterher. Und ja, ihr merkt es ja, also der muss gelaufen sein, weil ihr lauft ziemlich schnell und habt ihn trotzdem, also seht ihr momentan die Spur, kann man ganz deutlich sehen, wo er lang gelaufen ist. Dafür muss man auch keine Spuren suchen oder sonst irgendwas. Und Liska hat die Fährte sowieso noch, aber braucht man eigentlich gar nicht, weil die ziemlich deutlich im Eis und im Schnee ist. Und es geht den Berg und den Gletscher hoch. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus. Ja, tust du. Kann ich erahnen, wo er hin will? Vermutest auf den Gipfel vielleicht. Aber das wäre ziemlich gefährlich. Ja, das Problem ist, ich traue mir jede dumme Aktion zu im Moment. Shit. Ja. Weiter. Ich würde über die Schulter rufen. Vielleicht will er zum Gipfel. Würde Sinn machen. Ja, weiter hinterher. Ihr lauft schneller und auch Lothir ist im Sprint schon fast, wie du durch den Schnee und den Berg hochkletterst. So schnell wie du kannst, du fühlst dich getrieben, willst möglichst schnell an den Gipfel kommen. Und ja. Ja, die Kälte halt ignorieren, schlägt dann das Weitmesser rein und beginnt dann damit zu klettern immer. Mhm. Weil das kann er. Und irgendwann kommen auch Ikayu, Goswin, Ilva und
Liska an den Berghängen an. Und hier hört die Spur halt auf. Blanker Fels und Eis. Und man sieht so die Spuren von einem, vom Messer, wie in, die in den, ins Eis getrieben sind. Irgendwie hast wahrscheinlich hier hochgeklettert. Okay. Ohne ich hab ein Seil dabei. Ohne alles. Und ich es hab ein Seil stürmt. Dabei. Also es stürmt nicht richtig, aber es ist. Es ist windig. Wir binden uns aneinander fest und dann klettern wir hinterher. Liska wird hier unten bleiben müssen. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich kann sie nicht tragen. Nicht da hoch. Lothier, du verdammter Idiot! Es hallt so ein bisschen den Berg hoch und Lothier hört hinter sich so die letzte. Also so, Kaio hat es vielleicht gerufen oder so. Das klang zumindest für mich jetzt gerade so. Definitiv. Hörst du von weit weg, irgendwie von unten, hörst du, Lothier, du verdammter Idiot. Und hörst du diese, Jod, so eine Stimme. Jod. Verfolgen dich. Kann ich abschätzen, wie weit sie hinter mir sind? Wahrscheinlich auch am Fuße des Berges. Kann ich so, also zwei Sachen, kann ich, also ich würde versuchen, schneller zu klettern. Ja, du bist eh schon ziemlich schnell, also noch schneller. Okay. Ja, müsstest du dich ein bisschen verausgaben. Ja, und ich würde quasi eine Warnung nach unten schicken, wenn ich das mitkriege, also so ein paar, so einen kleinen, nicht eine Lawine in dem Sinne, aber so einen so Eisbrocken runterschlagen. Mhm. Ja, dann kommt euch anderen dreien, kommen kleinere Eisbrocken von oben entgegen. Kurz nachdem Ikayo dann gerufen hat. Müsst ausweichen. Lasst euch jetzt nicht würfeln, schafft ihr. Aber es war knapp. Sag mal, Ikayo, kann es sein, dass er vielleicht nicht möchte, dass wir hinterherkommen? Das wollte ich auch nicht, als ich besessen war. Kannst du fliegen? Ich glaube, das wäre sicherer für dich, als wenn du jetzt kletterst. Ich kann mich verwandeln, klar. Dann werde ich das wohl mal tun. Und ich werde klettern. Ilva klettert auch. Ja. Und Goswin würfelt für deinen Zauber. Und hofft, dass ihm die astralen Kräfte gewogen sind. Ja. Kann Angrosch mal bitte gegen den Berg hauen? Hm, gute Idee. Erdbeben! Ja, das Prozedere ist bekannt. Das Resultat auch. Ich verwandle mich in eine weiße Eule. Pass auf dich auf. Immerhin frierst du dann nicht. Ja. Das war was Neues. Goswin flattert. Ilva, wir müssen da hochklettern. Goswin flattert nach oben und erkennst, also hast ein bisschen Schwierigkeiten, gegen den Wind anzuflattern, aber erkennst auch schon bald die Umrisse von Lothier. Wie der, wie ein ja, gehetztes Tier in wahnsinniger Schnelle den Berg hochklettert. Also jetzt nicht übernatürlich schnell, aber. Halt so schnell er kann. Ja, in Ordnung.
Also nicht übernatürlich schnell, das ist schon mal... Nein, aber du wirst mit Sicherheit sehen, dass teilweise die Fingerspitzen, die sind richtig steif gefroren. Er kann die eigentlich gar nicht mehr richtig benutzen und er zieht sich ja trotzdem immer weiter. Ich glaube, ich werde ihm mal auf telepathischem Wege einen Gruß zukommen lassen. Mhm. Hallo, Doofgesicht. Tschuhu. Das war wirklich so der Kunze. Ja, und dann fliege ich mal so, dass er mich auch sieht. Ja. Verschwinde! Schwenkt so ein bisschen halbherzig mit dem Dolch in deine Richtung. Wirkt wie ein verzweifeltes Winken. Ja, Ikayo und Ilva kommen inzwischen irgendwie beim Klettern an so eine Eisstelle, wo er Lothir halt die Brocken rausgeschlagen hat und ihr seht halt die blutigen Überreste, wo er halt die gefrorenen Finger halt ins Eis geschlagen hat, um sich hochzuziehen. Bleibt weg von mir! Uns wird die Jagd euch auch holen. Sag diesem naseweisen, mandeläugigen Ding das! Man hört diese Stimme auch nach unten halt, ne? Nicht sonderlich laut, aber... Das Gesicht ist voll mit getrockneten Tränen, die in Eiskristallen hier im Bad überall drin hängen. Wenn ich den Rest des Satzes höre, dann brülle ich ein Warte! Nach oben und kletter weiter. Ja, Goswin, der beschleunigt seinen Klettergang wieder. Und was du aus der Luft halt sehen kannst, ist, dass da bald ein Riss im Gletscher ist, auf den er zuklettert. Was kann ich denn sehen? Kannst du diesen Riss ein bisschen genauer beschreiben? Das ist halt eine Gletscherspalte und die er sich an so einen Vorsprung neigt und die halt sich quer über Lothirs Weg zieht. Und wenn er jetzt weiterklettert, kommt er erst auf den Sims und dann müsste er einen großen Umweg laufen, um weiter nach oben zu klettern. Das heißt, Ikayo und Ilva haben die Chance aufzuholen hier. Wenn du ihnen jetzt schon vorher sagst, dass sie weiter nach rechts oder weiter nach links klettern sollen, dann könnten sie ihn abfangen. Aber dafür müsstest du ihn außer Acht lassen. Ja, mache ich aber. Okay. Dann flattert ein paar Sekunden später um Ikayo und Ilvas Kopf die Eule wieder. Und ich drehe so Kreise nach rechts, so versuche so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Ich bewege mich mal probeweise in die eine bzw. in die andere Richtung und je nach Reaktion werde ich dann wahrscheinlich determinieren können, was er meint. Ja. Es ist eigenartig. Du hast irgendwie, er dreht die Kreise in der Luft und noch bevor du irgendwie großartig drüber nachdenken kannst, was er damit meinen könnte mit den Kreisen, weißt du instinktiv irgendwie, du musst schneller nach rechts. Und irgendwas von Riss, wo auch immer du diesen Gedanken jetzt her hast. Okay, das gilt es ja zu einem anderen Zeitpunkt näher zu untersuchen, aber
Nach rechts! Ich ruf immer zu, wir müssen nach rechts! Das hast du nun davon, dass du ein magisches Experiment geheiratet hast. Ist mir egal! Ja. Küss den Magier und lebe damit. Mit den Folgen. Ist okay. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann gemeinsam, ne? Sei froh, dass er nicht zum Frosch geworden ist. Ach, ich würde ihn auch als Frosch nehmen. So. Den damit das geklärt ist. Ja, Lothia, die Eule dreht ab. Anscheinend von deinen Drohgebärden beeindruckt. Und du kletterst weiter, kommst auf den Vorsprung. Und siehst die Spalte vor dir, die Gletscherspalte. Die Gänge. Herr des Eises. Ich wusste, die Gaben jetzt. Ich wusste die Gaben nie zu schätzen, die ich durch deine Gnade erfahren durfte. In meiner Arroganz und Selbstsucht und Anmaßung habe ich gegen dich aufbegehrt, gegen deine Tochter aufbegehrt, sie verraten, den Norden verraten und all jene in Gefahr gebracht, die ich zu schützen trachte. Wie kann ich mir anmaßen, mich Geweihter zu nennen, mich Diener der Zwölfe zu nennen, Diener Ithils? Wie kann ich mich anmaßen, Mann des Nordens zu sein, wenn ich doch alles nur grausam ersticke? Du blickst in die Gletscherspalte hinunter und überlegst kurz, ob du nach rechts abbiegen sollst, um weiter nach oben zu klettern, und entdeckst dann unten auf einem Steinsims in der Spalte eine weiß gekleidete, weißhaarige Frau, die so da steht. Und dann hörst du die Stimme: Vertrau mir und spring. Mutter? Ja. Lothia. Kommt eine ziemlich männliche Stimme. Nach all den Jahren. Soll das jetzt die Wahrheit sein? Das Ende des Weges? Die Bestimmung? Ich verstehe, Vater Frost. Ich habe die wilde Jagd gerufen und soll sie für dich selbst anführen in diesem letzten Kampf um den Norden. Aber das kann ich nur als Alvaran Jahr. Der Lothian breitet die Arme aus. Das ist der Augenblick, in dem Ikayo, Goswin und Ilva über die Kante weit rechts rüberklettern. Am Ende der Spalte. Ikayo zieht sich über die Kante, sieht das und rennt los. Fuck. Ja, Goswin ist wahrscheinlich schneller, der kann ja fliegen. Ich ras an ihr vorbei, fliege. Ja. Eulensturzflug. Genau. Und was genau passiert denn da? Also wie genau steht da Lothian? Es steht mit ausgebreiteten Armen vor dieser Gletscherspalte. Mehr siehst du da großartig nicht. Okay. Folgendes versuche ich jetzt. Ich fliege mit einem Affenzahn auf ihn zu. Und ich versuche, meine Rückverwandlung so zu timen,
ja, dass ich es bis zu ihm schaffe, aber eben noch deutlich mehr Gewicht mitbringe, als so eine kleine, also so eine Eule mit sich bringt. Also ich werde wahrscheinlich meine Verwandlung nicht ganz beenden, aber... Ja, also du willst quasi halt von, willst von vorne anfliegen und dann dein eigenes Körpergewicht dazu nutzen, ihn umzutackeln quasi. Genau, genau das möchte ich da. Ja, was kann man denn dafür mal zufallselementarisch tun? Ich befürchte Körperbeherrschung. Ich glaube, ich nehme dir einfach nochmal die Zauberprobe nochmal ab. Gut. Und erschwer dir das mal, weil das ein merkwürdiges Manöver ist, um zwei. Und zwar um zwei, das ist hart. Ja, es ist... Okay, nee, doch nicht. Lady Luck ist für dich. Nicht mit diesen Würfeln. Ja, es ist, du fliegst an Ikaios Kopf vorbei, gewinnst an Höhe, fliegst nach oben in die Schneewolken hinein, drehst um, legst die Flügel an und begibst dich in einen Sturzflug auf Lothir zu, während Ikaio und Ilva mit so schnellem Schritt, wie sie können, auf Lothir zurennen, irgendetwas rufen, was Lothir schon lange nicht mehr wahrnimmt. Und Lothir... Teil der Jagd. Breitet die Arme weiter aus, lässt sich nach vorne fallen. In dem Moment spürst du den Luftzug der dieses merkwürdiges, geklumpten Wesens, was so halb Eule, halb Elf vor dir in deinem Blickfeld auftaucht und dich nach hinten umtackelt. Mit wahnsinniger Wucht dir gegen die Brust schlägt und dich in den Schnee zurückwirft. Dann gibt's ein lautes Nein! Feind der Götter! Ja. Ihr rollt durch den Schwung ein ganzes Stück über dieses Plateau und seid kurz vor dem weiteren Abgrund, da wo du hochgeklettert bist, kommt ihr wieder zum Liegen. Goswin wahrscheinlich immer noch so die halb Flügel, halb Arme, jetzt wieder ganz zu Armen gewordenen Gliedmaßen um dich herum geschlungen. Und von Weitem hört ihr dieses Lothir von Ikaio und Ilva. Ilva weit vor Ikaio, weil sie größere Schritte machen kann. Ja. Ikaio ist so ein bisschen wie so der Schneehamster, der hinten so immer so erstmal so einen halben Meter aus dem Schnee hüpfen muss. Aber sie beeilt sich. Du kannst die Schneise von Ilva nutzen. Ja, gute Idee. Ich nutze die Schneise von Ilva. Ja, so viel Schneise muss man da gar nicht großartig machen. Der Schnee ist hier nicht sonderlich hoch. Es ist eher das Eis, was hier das Rennen etwas erschwert. Ja, aber was macht Lothir? Goswin hat dich im Klammergriff. Lass mich los! Nein! So ein halber Schnabel. So. Es sieht wirklich dämonisch verzerrt aus, dieser Schnabel in diesem Elfengesicht. Das eine Auge anders Farben als das andere und einen noch so Eulengefeder anstatt einer Augenbraue. Lothir dreht sich halb um. Der schwarze Schwan. Und dann gibt's einen Elbow-Check ins Gesicht. Ja, eine Raufenattacke. Die würde gelingen. Möchte Goswin den Klammergriff lösen und ausweichen oder möchtest du parieren mit einem Raufen? Ich mache das in bester Khabib Nurmagomedov-Manier. Wer schon mal Kämpfe von dem gesehen hat, der
klammert sich ja auch immer schön dran. Ja. Komme, was es wolle. ja, ich versuche das irgendwie mal zu parieren, was sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht klappen wird, aber bewusst. Raufenparade. Natürlich nicht. Bei mir ist hier nichts angekommen, aber wenn du sagst nichts, ist okay. Nein, nein, nein. Gut. Das heißt, du bekommst den Ellenbogen von Lothir ins Gesicht und deine gerade verheilte Nase macht einmal Knack. Also dieser Nasenschnabel macht Knack. Und du schmeckst so dieses das Blut im Mund. Aber du hast ihn noch im Griff. Noch gerade so. Und das ist der Augenblick, wo Ilva ankommt. Die beiden auf dem Boden ringen siehst. Ja, kann ich da irgendwie zwischen? Also, ich würde versuchen, den Lothir von Goswin wegzuziehen und aber selber zu tackeln. Ja, also raufen. Raufen, ja, Moment. Jetzt kommt der die Fjarnigerin. Die Raufen ist nicht mit 3W6, W20. Du brauchst nur einen W20. Such dir einen von den dreien aus. Es ist 2-2-3 Lothir. Fuck nix. Aber ich nehme auch von mir aus die drei. Aber die Raufenattacke ist sowas von geglückt, du. Okay. Kann ich mich überhaupt gerade verteidigen? Im Clinch? Ja, Goswin hat dich noch im Clinch. Ja, kannst dich verteidigen, ja. Aber du hast ihn ja gerade ein bisschen irgendwie. Er hat dich zwar noch, aber. Ich glaube, das ist nicht verteidigt in der 12, oder? Nein. Das heißt, Ilva greift einmal nach unten. Ilva, beschreib mal, wie du das gerade machst, wie du die beiden trennst. Ich greife nach unten, krall mir den Lothir, der wahrscheinlich gerade oben ist beim oder so, ne? Und dann nehme ich den in den Schwitzkasten und ziehe den weg. Von Goswin weg. Von Goswin. Ja, der bleibt wahrscheinlich ein bisschen im Schnee sitzen. Ja, mal wirklich elendig. Jetzt ist sie zur anderen Seite gebrochen. Und Ilva hebt Lothir so ein Stück in die ein Stück an, dass die Beine so in der Luft ein bisschen in der Luft sind. Ja, so machen das. Wir vergessen ja nicht, Lothir hat immer noch Entrückung und Schmerzen und Kälte. Das heißt, ist sehr beeinflusst. Und ja, das heißt, es fällt Ilva relativ einfach, mit einem starken Griff dich festzuhalten. Und außerdem hat Goswin dir ja auch eigentlich ordentlich einer gegen die Brust verpasst mit seiner Zurückverwandlung. Lass mich los! Ja, du versuchst gegen diesen starken Griff anzukommen, aber da, so wie Goswin, Ilva kann das im Gegensatz zu Goswin. Ja. Das merkst du sofort, als du die ersten Befreiungsversuche starten möchtest. Lebenspraktische Dinge halten. Aha. Ja, und ich sehe, wir verstehen uns. Und Ikayo erreicht die Szenerie auch. Siehst du den strampelnden Lothir, den Goswin mit der blutenden, jetzt zurückverwandelten Nase im Schnee sitzen und ja, Ilva mit dem Schwitzkasten. Ja, mein erster Ruf geht Richtung Goswin, alles in Ordnung? Nein! Und dann packe ich mir von den Sachen, die Ilva wahrscheinlich fallen gelassen hat, den Iffernmantel. Ja. Schlepp den mit zu Lothir, den Ilva ja immer noch festhält. Schling den Mantel um ihn und meine Arme um seinen Hals und drück mich an ihn und sag, hör auf. Hör auf. Iffernsche Zwangsjacke. Genau, so in etwa. Hör auf. Nein, das habe ich nicht verdient. Das
natürlich hast du das verdient. Leid, Chaos, Schmerz, das sind die Dinge, die ich sehe. Also das Wehren wird immer schwächer und schwächer, bis er einfach nur noch zusammensackt, völlig entkräftet. Die Hand komplett zerschnitten, die an fast allen Fingern sind die Nägel komplett weggebrochen. Ihr müsst mich gehen lassen. Damit du dich umbringst? So ist es Firuns Wille. Aber du gehörst zu Ifern. Nicht zu Firun. Sie hat mich verstoßen. Aber wir verstoßen dich nicht. Nur Leid gibt es an meiner Seite, nur Leid und Schmerz für alle. Es war einmal vor vielen Jahren. In einem Dorf gar nicht weit weg von hier. Frigorn hieß es. Da gab es ein junges Mädchen, das alleine durch die Gassen irrte, nicht wissend, was es zu tun hatte oder zu wem es sich gesellen sollte. Da gab es einen jungen Ifern-Geweihten. Jener, der immer ein Auge auf die anderen hatte, der versorgte, dass es ihnen gut ging. Dass sie Gemeinschaft feierten und sich gegenseitig halfen. Der sah dieses Mädchen. Und er nahm sich ihrer an. Er erzählte ihr Geschichten, er brachte sie zum Lachen. Er schenkte ihr Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Es war einmal vor vielen Jahren, da war eine Frau ohne Bein, deren Lebenswille wahrscheinlich gebrochen war, die traurig war, die einsam war. Da gab es diesen Ifern-Geweihten, der sich ihrer annahm, sein Herz für sie öffnete, ihr zuhörte und auf sie hinab sah auf das, was sie wirklich war, sie erkannte und annahm, wie sie war. Der Gemeinschaft brachte in das Leben, das so einsam und trostlos war. Es gab einmal einen alten Schamanen, dem war die Schwitzhütte kaputt gegangen. Ein Wind hatte die Seitenwand eingerissen und jetzt konnte man sie nicht mehr benutzen und sie war das Herzstück seines Daseins, seines Lebens und des Dorfes. Und obwohl dieser Ifern-Geweihte dieses Gebäude hasste wie die Pest, half er es zu reparieren. Es gab einmal eine Schar Yetis, die eigentlich nichts tun wollten als helfen, die angegriffen wurden von Nivesen und Dorfbewohnern. Und es gab diesen Ifern-Geweihten, der freundlich und neugierig auf sie gegangen ist, egal was seine Gefährten ihm gesagt hatten, der daran glaubte, dass es etwas Gutes und etwas Gutes in dieser Begegnung geben musste. Es gab einmal Liebende, die ein offenes Ohr brauchten. Es gab einmal Kinder, die eine tröstende Hand brauchten. Es gab Alte, die Schutz brauchten. Es gab Leute, die Hilfe brauchten. Und sie alle kamen zu diesem Ifern-Geweihten. Und das, was nicht um ihn war, war Leid. War Tod, war Hass. Und das ist es heute noch. Wir alle machen Fehler. Wir sind nicht perfekt. Ich bin das beste Beispiel dafür. Und nur weil du einen Fehler machst, heißt das nicht, dass du deinen Wert verlierst. Nicht in meinen Augen. Und auch nicht in den Augen der anderen. Und wenn du uns ansiehst und wenn du in unsere Augen schaust und auf uns hörst, auf das, was wir sagen, mit dem Herzen, nicht nur mit dem Verstand, dann wirst du das auch begreifen. Also sieh mich an. Sieh mich an. Und sag mir, dass ich lüge.
Der Lothier hebt den Blick, das gesamte Gesicht ist nass vor Tränen, die alle sofort gefrieren fast. Der ganze Bart ist weiß verkrustet. Hilf mir. Ich helfe dir. Ich lass dich nicht hier. Ich lass dich nicht zurück. Wir lassen dich nicht zurück. Blick zum Abgrund. Mutter. Es ist dann so mit beiden Händen an den Kopf. Warum friere ich so? Weil du uns brauchst. Aber wir haben Wärme. Und wir werden das Eis in deinem Inneren zum Schmelzen bringen. Du bist Teil dieser Gemeinschaft. Ich würde Goswin heranwinken. Ich habe in der Zwischenzeit meine Nase mit einem Balsam verarztet. Ich kann im Moment leider nicht würfeln, weil man nur 20 abgestürzt ist. Kein Ding, soll dir gelingen. Dankeschön. Dass sie wieder hält und reagiere dann auch darauf, dass Ikayo mich dazu winkt. Helft mir. Sagt was. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich schüttel Lothier so ein bisschen. Lothier, das ist echt Quatsch, was du hier vorhast. Wir sind zusammen. Echt jetzt? Wir sind hier zusammen unterwegs als eine Gruppe. Und es wäre bestimmt unserer Queste hilfreich, wenn wir aufhören würden, hier alle irgendwie alleine Quatsch zu machen. Wir müssen zusammenhalten, nicht alleine weglaufen, nicht eigenmächtig irgendwas machen, wovon keiner was weiß. Wir helfen uns, wenn wir uns gegenseitig erzählen, was wir vorhaben und wenn wir zusammen dran arbeiten, dass das gut wird. Nur dann schaffen wir das. Du weißt, wie unbarmherzig die Kälte ist, du weißt, wie hart der Norden ist. Du weißt, dass wir das nur schaffen können, wenn wir zusammenhalten und wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Wer weiß das besser als du? Gerade jetzt, wo du auch weißt, was es bedeutet, wenn einmal kalt wird. Lothier, ich schüttel ihn nochmal, aber diesmal nehme ich meine Hand um seinen Hals weg und nehme ihn so an beide Schultern. Lothier, hör auf damit. Ich fange dich immer wieder ein. Und ich setz dich auf deinen Hintern und mein lieber Freund, du machst dir keine Scheiße. Und wenn ich persönlich ständig bei dir an der Seite sein muss und darauf aufpassen muss, hör auf mit dem Scheiß. Wir brauchen dich. Schau zu Goswin. Goswin, da du nicht würfeln kannst, sage ich jetzt einfach, dass es gelungen ist. Du hast ja nicht viel beizutragen zu dieser Szene. Ilva schüttelt Lothier, Ikayo redet auf ihn ein.
du betrachtest ein bisschen die Stelle, an der Lothir gestanden hat. Blickst in die Richtung, in die er eben so apathisch geblickt hat, nach unten in die Spalte. Und siehst auf diesem kleinen Felsvorsprung eine Leiche liegen. In Felle gehüllte Gestalt. Schon halb vom Eis eingesponnen. Mhm. Dann gehe ich da erstmal hin. So leicht zögernd. Du musst ein bisschen herunterklettern. Hast aber ja das Seil noch irgendwie von Ikayu und Ilva, um dich ein bisschen abzusichern. Kommst unten an dieser Spalte an, siehst, dass es wohl die Verwesung hat nicht eingesetzt, weil es ja eisig ist, halt eingefroren. Ein älterer Mann mit wallendem Bart. Und er trägt ein Magie-Abzeichen einer Akademie. Das erkennst du sofort. Dann gucke ich mir die Hand, also auf der Hand, ja? Nicht auf der Stirn? Ja. Okay. Dann auf welcher Hand? Links oder rechts? Links. Mhm. kenne ich das Siegel? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Steht da was drauf? Auf Ospara oder so? Nee, steht nichts drauf, aber du erkennst die Kleidung auch, also die er unter den Pelzen trägt, ist eindeutig eine reine Reisekutte. Mhm. Und kannst erkennen, dass er einen Rucksack bei sich hatte, aus dem etliche Papiere herausquillen. Okay. Wenn du ihn so ein bisschen aufschlägst. Ist irgendwo, irgendwo Stick auf der Kutte oder so? Sehr dezent, ja. Ja, was, also Symbole bestimmte oder Schrift? Ja, es sind ein paar Zayat-Symbole. Okay. Keine Ahnung. wahrscheinlich werde ich erkennen, dass es Zayat-Schrift ist. Also ich werde die ja wahrscheinlich irgendwo mal gesehen haben. Ups. Ja. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Ja. Kletter wieder hoch. Leute, das ist übel. Was denn jetzt schon wieder? Können wir nicht mal 5 Minuten, ohne dass irgendwas übel ist? Ich würde mich ja entschuldigen, aber ich kann nichts dafür. Was ist denn? Da unten liegt die Leiche eines Schwarzmagiers. Und Lothir, du wolltest dich auf den draufschmeißen. Lothir kriegt kaum noch was mit. Also. Ich sehe das ja nicht. Ich glaube, ich sehe nur einen Ilka Lothir. Ilva Lothir, Ikayu Knoll. Aber das ist nicht Zorbaran, oder? Weiß ich, wie Zorbaran aussieht? Nee, ne? Nee. Wir hattet ja Bilder. Wir hatten Bilder. Nein, das ist er nicht. Und deswegen frage ich ja. Das ist der einzige Schwarzmagier, den ich kenne. Das ist er nicht, nein. Nein. Ist er nicht. Gut. So oder so ist tot. Ich packe erstmal Lothir fest an den Umhang. Der hat ja eh schon Erfrierungen ohne Ende. Gut. Wir müssen aus dem Schnee raus.
Wir sind hier auf dem Felsvorsprung. Geliefert. Den Witterungen und Firons Willen. Und ihr könnt wieder runterklettern, das ist kein Ding. Und zurückkehren. Ja. Das Problem ist, dann müssen wir wieder hier hinkommen. Du musst dich entscheiden, zwei Felder sind frei. Hat er irgendwas dabei? Aha. Rucksack. Kassier das alles ein. Und ihn sollen wir hier liegen lassen? Was sollen wir mit einer Leiche? Nach unserem Geweihten ruft? Lothar macht so eine halbherzige Bewegung mit der Hand. Schlägt so ein halbes Bohr ins Rad. Also ein Viertelrad. Ich stimme dem halbfertigen Geweihten vollkommen zu. Das heißt? Wir müssen den Jedi begraben. Er ist begraben im Eis. Und Ilva, instinktiv, ja, Tote begräbt man halt im Eis. Der ist schon hier im Eis, vielleicht ist der schon begraben. Ja, es ist doch. Da kannst du noch ein bisschen Schnee drauf kippen. Ich kann dir anbieten, ihn anzuzünden. Ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Das Feuer, ne? Also, ich meine. Ja, der Geruch von gebratenem Menschenfleisch wird hier auch nichts weiter verändern. Okay, Ikayu macht gerade down, die ist gerade vollkommen überfordert, aber die versucht es sich nicht anmerken zu lassen. Das ist okay. Wir haben einen Verrückten. Tun wir so, als wäre es normal. Ja. Gut, wir müssen Lothar auf jeden Fall erstmal hier wegbringen. Meine Hand tut gar nicht mehr weh. Ja, ich weiß. Deswegen bringen wir dich jetzt hier weg. Okay, also Ilva, der ist begraben, ja? Ja, tu da noch ein bisschen Schnee drauf, dann passt das schon. Ikayo, stimmt das, was Ilva sagt? Ich habe Lampenöl dabei. Ich habe Lampenöl dabei. Ich kann versuchen, ihn anzuzünden, aber bei den Witterungsverhältnissen weiß ich nicht, ob er komplett verbrennt. Mach doch einfach ein bisschen Schnee drauf. Was macht dir das denn so kompliziert? Oder schmeiß ihn gleich die Spalte komplett runter. Schubs, Stück. Das reicht. Dann wird er für immer eingeschlossen. Okay. Ja, gut. Ich kletter dann nochmal runter. Mhm. Schau mir mal an, was der so dabei hat. Also sieht der aus wie begraben oder? Nein. Das hier ist kein Grab. Für Fjaniger vielleicht schon. Da fehlt nur ein bisschen Schnee. Sieht aus wie ein Fjaniger-Magier. Ich habe noch nie einen Fahnenjäger mal gegangen. Auch nicht. Ja, also. Naja. Also, ich werde Folgendes tun. Ich werde gucken, was der so dabei hat. Hat der was auf dem Hals hängen? Nee. Himmelslicht zum Beispiel? Nein. Gut. Dann werde ich mir den Rucksack schnappen. Mhm. Werde ihn zur Seite legen. Hat der einen Stab dabei? Nein, zumindest kannst du keinen. Ja. Okay, hat der irgendwas sonst an, außer seiner Kleidung, die ihn warm hält? Ja, den dabei Rucksack oder halt. Okay, den Rucksack. Den Rucksack nehme ich mit. Mhm. Die Leiche.
Bete ich da jetzt zu Boron? Das wird schon nicht verkehrt sein. Schubs runter. Tu es, Roswin, tu es! Eigentlich will das! Eine Katze, immer ein bisschen weiter! Hat keiner. Nein, ich mach Folgendes. Oh. Jemand muss für mich würfeln. Ja. Und zwar bitte eine Zauberprobe auf ein Attributo Körperkraft. Ja, würfel bei irgendjemand 3W20. Ja, mach ich. Genau. Bleibt deine Ehe. 5, 18, 8. 5, nee, 18, 8, 18. 8, 18, 5. Ja, 8, 18, 5. 8, 18, 5. Ausgerechnet. Ach nee, gut, klug. Nein, doch nicht. 8, 18. Ja, die 18 würde ich gerne schippen. Mhm. Okay, Moment. Na Quatsch, Quatsch. 20 Punkte. Aber eine 1, ja. Ne? War eine 6. Also nee, eine 9. Entschuldigung. Eine 9. Gut, das ist in Ordnung. Dann klappt das. Dann werde ich jetzt. Dann nehme ich den mit. So, ich habe mich jetzt. Okay. So, ich übernatürlich verstärkt. Und Gut. Und dann marschiert ihr den Berg, also klettert den Berg wieder herunter. Ilva trägt Lothir. Ikayo geht vor. Roswin trägt den toten Leichnam und den Rucksack. Und den Rucksack, klar, ja. Und ja. Und wir schließen mit der Einflüsterung, die Lothir auf Ilvas Arm bekommt für heute. Wenn sie nicht hören will, wollen, werden sie fühlen. Und du siehst halt, wie von Ikayo der Pelz, weil sie läuft ja vor, wo sich der so langsam einreißt von oben nach unten. Das würde jemand mit einem Messer ein Loch da reinschreiten. Und dann gucken wir, was beim nächsten Mal passiert. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, ich war auch sehr begeistert von mir. Ja, ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen durchatmen. Es war sehr intensiv. Ich. Ich werde so gelünscht werden demnächst. Ja. Ich verstecke mich vor Pinguinen. Ja, auch Kreaturen des Eises. Ja, also. Puh. War schön. Ja. Aber sehr anstrengend. Es war ein bisschen ähnlich wie die Situation um Ikayo, aber ja. Auch wieder nicht. Aber gut, es wird sich noch klären. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Und ich bedanke mich auch bei euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Und wie immer schaue ich mal nach, wer denn so da ist. Wir haben Feramin da. Wir haben Avocado, du weißt schon. Commander Root, Drex, Kagrim, Kaiser, Carter. Krümelchen hat übrigens ganz frisch, kurz bevor der Stream online gegangen ist, Koalas gekrault. Das jetzt ein bisschen gewartet, hätte man das sehen können. Sehr schön. Ja, und Max Monster war da, finde ich auch super. Auch das erste Mal, glaube ich, da, live. Oha, Deep, Twitch, Nippeltitch und die Polizei hat auch wieder zugeguckt, damit alles im rechten Ding zugeht. Sentriel, Shamasa, Slowcool, Spoon, VNK, Virgoprotz und Jarubi. Danke, dass ihr zugeguckt habt und wenn ihr das später nachguckt und der Lothir nicht so laut klappert mit seiner Tastatur, dann hinterlasst uns ein laut klapperndes Kommentärchen unter dem Video. Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Und wenn ihr wissen wollt, wann es weitergeht, schaut auf den Nerdpol. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Oder folgt mir auf Twitter. Da könnt ihr das dann sehen. Und ich bedanke mich nochmal und sage eine schöne, gute Nacht für heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.